Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Partie Northgard, das sich übrigens immer noch nach wie vor in der Beta befindet. Jedoch hat sich einiges geändert, zumindest eins, wovon ich jetzt mitbekommen habe, und zwar das, was ich das letzte Mal angeteasert habe. Die neue Fraktion, die höchstwahrscheinlich nach einer Rabenfraktion ausgeschaut hat, ist tatsächlich der Rabe-Clan. Und so im Nachhinein, es stimmt schon, wir hätten den Wolf-Clan eigentlich mit der Farbe Rot spielen sollen. Denn ich finde, zum Raben-Clan, vor allem zur Beschreibung des Rabe-Clans, passt irgendwie das Blau besser. Ich nehme jetzt einfach nochmal Blau für den Rabe-Clan. Sollten wir irgendwann mal den Wolf-Clan wieder spielen, machen wir den dann passend in Rot. Das Grün reserviere ich mir dann für den Hirsch-Clan, sollten wir den mal spielen. Der wird dann wahrscheinlich später folgen, denn ich bin jetzt dann doch irgendwie sehr versucht, die neue Fraktion auszuprobieren. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch alle gemeinsam. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, was uns erwartet, außer das, was ich bisher, ja, in der Beschreibung gelesen habe. Jetzt kann man übrigens auch die Siegbedingungen einstellen. Ich würde sagen, wir lassen einfach alles drin, oder? Ich meine, selbst wenn wir gesiegt oder verloren haben, können wir immer noch weiterspielen. Ich würde sagen, lass mal alles drin. Nehmen Blau. Von mir aus lassen wir es einfach die Towals. Oder ja, komm, jetzt sind wir einfach mal so. Wir nennen uns die Udwins. Yay. Okay, und da hätten wir jetzt die neue Fraktion. Neben Fenrir, wie spricht man das überhaupt aus? Eiktürnir, Heidrun und Heidrun gibt's jetzt Hugin und Munin. Das ist der Rabe-Clan. Der Rabe-Clan, ihre mächtige Flotte, verhalf diesen großartigen Entdeckern und Händlern zur ersten Landung in Northgard. Wenn euch ihre ständigen Intrigen nicht stören, sind sie starke Handelspartner. Sie sind ungestüm und schnell und können häufig dort beobachtet werden, wo man sie am wenigsten erwartet. Also ihr merkt, eher so ein bisschen auf Hinterlist und Handel aus. Und ich finde, da passt die Farbe Blau ziemlich gut dazu, weil die Farbe Blau sowieso ein bisschen für taktische Überlegung steht. Und Rot ist eher aggressiv, von daher passt es dann doch mehr zu Fenrir. Beim nächsten Mal sollten wir den Wolf-Clan spielen. Halt dies im Hinterkopf. Alles klar, Anfangsboni. Ermöglicht die Besiedlung mit Kröns statt mit Nahrung. Und wir baut einen Hafen, um Küstengebiete zu erkunden und zu einem späteren Zeitpunkt Söldnerangriffe in Auftrag zu geben. Hört sich ziemlich interessant an. Unsere Ruhmboni. Wir gewinnen 2 Dorfbewohner für 200 Ruhm. Ist gar nicht mal so verkehrt. Und Söldner für 500 Ruhm. Ihr könnt in eurem Hafen neue Söldner rekrutieren und sie mit dem Überfall auf Küstengebiete beauftragen. Ja, und das nächste Interessante. Gibt es irgendwelche besonderen Gebäude? Und gibt es irgendwelche besonderen Forschungen? Ich würde sagen, finden wir es einfach raus. Ich spiele die Fraktion blind. Und das auf schwer. Haha, ich bin mutig. Irgendwie. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und ich muss auch zugestehen, dass ich seit der letzten Aufnahme auch nicht mehr gespielt habe. Es ist immer so, sobald ich spiele Let's Play, dann spiele ich sie kaum noch privat, damit sich's nicht abnutzt, damit ich mehr Lust auf die Aufnahme habe. Aber so einige Grundlagen verlernt man ja sowieso nicht. Wie beim Fahrradfahren. Es kann sein, dass es einen immer noch auf die Fresse haut, aber nicht mehr so häufig wie vorher. Wie beim allerersten Mal. Ja, dann baut mal ran. Ich könnte eigentlich schon mal... Das Spiel pausiert ja nicht. Wir könnten mal solche Augenblicke nutzen und mal den Forschungsbaum angucken. Waldläufe. Spähen und Erkundungsgeschwindigkeit um 100% erhöhen. Ja gut. Ja, Rabe. Spähen und so. Sie sind auch gut im Kundschaften. Kundschaften, Handeln und Hinterlist. Bin mal gespannt, was im Diplomatiebaum so alles drin ist. Ich glaube, wir kriegen bestimmt auch viele Handelsboni. Das könnte interessant werden. So, Nahrung sieht okay aus. Dann geht mal einer von euch spähen. Jetzt müssen wir eh ein bisschen warten, oder? Holzfäller. Komm. Komm mal ran da. So, was sagt der Forschungsbaum? Gucken wir mal alles Stück für Stück durch. Spähgeschwindigkeit, Bergarbeiter, mehr Erz, Bevölkerungswachstum, Medizin, das kennen wir noch. Ja gut, das ist sowieso praktisch, dass wir die Medizin haben können. Keramikplatte, Brennholzverbrauch, Gesellen, erhöht je nach den von euch erforschten Gebieten eure Zufriedenheit. Also je mehr wir die Karte aufgedeckt haben, das ist praktisch. Waffenschmied, Pelzmäntel,
Jupp, wir sind nicht mehr geschwächt, wenn wir hier im Winter außerhalb unseres Hoheitsgebiets kämpfen. Milizresistenz der Zivilisten erhöht. Ausrüstungsaufwertung. Erhöht die Angriffskraft eurer militärischen Einheiten nach gelagerten Kröns um 4.900%? Wow. Und wir können die Verteidigungsstrategie mit denen machen, das was bis jetzt nur der Ziege klaren konnte. Cool. Wir fordern keinen Bauplatz mehr. Okay, gucken wir erstmal, was wir weitermachen können, bevor uns hier der Sapper weiter rausläuft. Die Ruinen muss ich mir dann auch bald holen. Das ist mir sogar einen eigenen Speer wert, dass es mal eben macht. Spähen ist ja mit dieser Fraktion hier ganz, ganz wichtig. Wieso machst du nicht? Junge. Ach so, ich muss erstmal besiedeln. Ich mach's erstmal mit Nahrung. Die Grins können wir später nehmen. Wir haben noch Zeit bis zum Winter. Alter, die Wölfe jetzt schon. Dann haut mal alle drauf. Gemeinschaftlich. Wie eine ganze Familie kloppen wir mal den Wolf zusammen. So, du gehst ja trotzdem rein und erforscht mal bitte. Aber das ist auf jeden Fall interessant. So. Sobald du das erforscht hast, geht's gleich wieder sofort zurück zum Nahrung sammeln. Aber vorher war es so, dass man mit dem Hirschclan mit die effektivsten Soldaten machen konnte, weil es dann nach der Zufriedenheit ging, der Kampf. Aber hier geht's nach gelagerten Kröns. Das können wir stapeln bis zum Bekloppten. Und bis wenn wir dann wirklich mal 4.900% erreicht haben. Alter. Das ist ver49-facht. Angriffsstärke. Alter, wie gehen die dann bitte ab? Heilige. Handelsposten. Haben wir eigentlich Spezialgebäude? Einen besonderen Hafen. Oder ist das anders als... Ja, ich glaube... Ja, das ist ein Spezialgebäude für hier. Wir brauchen aber einen Strand. Und ich glaube, den haben wir hier. Da haben wir Glück gehabt. Weil gerade mit dem Rabenclan nicht in der Nähe vom Wasser zu sein, ist ziemlich arschig. Aber ich glaube, man hat immer ein bisschen Wasser in der Nähe. Wir können ja eh gerade nur warten. Die legendären Helden. Angriff des Kriegshäuptlings, ja. Plus 3 Zufriedenheit, wenn wir einen Kriegshäuptling haben. Ja, ich finde, die Ausrüstungsaufwertung ist das Wichtigste. Handel. Das ist noch klassisch. Plus 2 Kröns und Handelsrouten. Wissen plus 2. Ressourcenproduktion von Seefahrern. Münzwesen kennen wir auch noch. Bessere Handelsrouten. Erhöht die Grünsannahmen von Handelsrouten und Diplomatie. Zimmerei. Verringert die Aufwertungskosten der Gebäude. Und Wohlstand. Wir halten plus 1 Zufriedenheit pro gelagerten 300 Grüns. Alter, das ist die totale Hamsterfraktion. Hamstern, 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 Hamstern. Übel. Was nehmen wir? Zufriedenheit erhöhen. Aber Zufriedenheit kriegen wir auch durch die Grünz. Wir kriegen eh schnell noch die Ressourcenproduktion von den Seefahrern. Komm, wir gehen auf die Seefahrer und gehen schnell auf den Wohlstand. Und dann wird gehortet. Wenn unsere Fraktion so geldbasiert ist, dann sollten wir das auch nutzen passend. Komm, lass mal einfach mal 2 Speer. Können sie uns derzeit noch leisten. Wir könnten aber jetzt trotzdem mal was für Krieger bauen, nur für den Fall. Für die Griege. 20 Grüns. Ach so, das ist sogar günstiger. Komm, dann besiedeln wir mal für 20 Grüns hier unten und holen uns gleich den Hafen. Wäre doll. Du gehst mal runter. Dann machen wir den... Ach nee, Moment. Holz brauchen wir. Gut, dann sammeln wir mal Nahrung. Sieht gerade doof aus damit. Okay, vielleicht sind dann 2 Speer doch einer zu viel. Zumal ich dann bald noch eine Heilerhütte brauche. Komm, du gehst auch mal zurück. Ja, super. Kommt, helft mal mit. So. So, Hauptsache, es werden alle verletzt hier. Grrr. Sind sie doch weniger effektiv. Ein erster Krieger wäre nicht verkehrt. Ich sollte auch so schnell wie möglich eigentlich die Ausrüstungsaufwertung haben. Das könnte schon jetzt was bringen. Ich würde halt gerne mal wissen, wie viel Kröns bringen wie viel Prozent Angriffskraftsteigerung.
Ich meine, schon 100% würden gewaltig was bringen. Eine Verdopplung. Ja, wir können ja dann auch wieder umsonst Verteidigungstürme bauen. Gut, der Ziegelclan kann dann eben noch ein Gebäude mehr bauen. Also der Ziegelclan geht absolut auf einbunkern. Die sind aber tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung. Puh. Wie werden wir das tuten? Ansonsten sind wir schon fertig. Hier hat sich nichts geändert. Freier Segen, Waldsegen, Göttsegen und Wissen der Ahnen. Ja, ansonsten wissen wir jetzt schon eigentlich alles, was wir wissen sollen. Ansonsten, und es gibt, glaube ich, auch keine Gebäude ansonsten, oder? Es ist ja sowieso so, jede Fraktion hat meistens ein besonderes Gebäude. Der Ziegelclan seinen lustigen Stall, der Hirschclan hier diese lustige Skaldenhalle. Der Wolf. Hatte der Wolfclan eigentlich ein besonderes Gebäude? Ich glaube nicht. So, jetzt haben wir ordentlich was gehortet mittlerweile. Wir könnten jetzt mal den ersten Krieger holen. Vielleicht dann auch noch einen zweiten. Hier oben hätten wir auch Steine. Die brauchen wir bald. Komm, du gehst mal mit rein. Werden die Krieger... Oh, die Krieger werden teurer, je mehr wir haben. War das schon immer so oder haben die das geändert? Aber wir können gerade richtig wunderbar mit Kröns besiedeln. Gut, das wird natürlich auch immer teurer. Oh, da lebt er noch. Oi. Ach, das ist ein neuer. Manuel ist das. Hier hätten wir die Steine und... schwierig. Hier haben wir Wald, oder? Wald. Wald mit Tee. Ja, Würzwald. Bald. Das besiedle ich auch gleich, komm, wenn wir das Geld noch haben. Derzeit kriegen wir noch keine Boni für Geldhorten. Also heißt das ausgeben. Ist schon praktisch, die Nahrung gleich zu Beginn im Spiel zu sparen dafür. So. Dann würde ich tatsächlich mal hergehen und die Holzfäller umverlegen. Statt dem Holzfäller hier tue ich, glaube ich, einen Heiler her oder noch ein Haus? Wir können den Heiler eigentlich auch hier herpflanzen. Leck mich doch. Das könnte eklig werden. Das war knapp. Festmal. Nein. Hier haben wir noch einen Stein, einen Runenstein zum Erforschen. Ja gut, hier könnte man auch was hinpflanzen, ist ja nicht schlimm. Von daher ist es eigentlich wurscht. Das Bergwerk könnte man auch hinmachen, ich bräuchte jetzt echt mal mehr Häuser einfach. So, fertig, du wirst jetzt Holzfäller. Und du kommst, wirst wieder ein normaler Bauer. Heile. Wir können ja auch skillen, dass unsere Heiler Nahrung sammeln. Deswegen könnten wir die auch dorthin pflanzen, wo wir dann auch wirklich einen Kornspeicher errichten. Das wird sich auch lohnen. Hier hätten wir drei Bauplätze. Da kriegt man eine Farm hin, einen Kornspeicher und vielleicht noch die Heilerhütte. Wäre durchaus sinnig, finde ich. Ja, klasse. Scheiße. Wir heilen uns derzeit noch nicht. Und ja, das ist ein Problem. Okay, einer muss tanken, die anderen beiden müssen Schaden machen. Und hoffentlich nicht gehittet werden dabei. Oi, oi, oi. Seid ihr Schweine oder Männer? Oh Gott, das wird interessant. Oh ne, jetzt kommt... Oh ja, das ist so... Nee. Dabei sind wir noch nicht mal der Wolf-Clan, dass wir hier noch dabei was bekommen, wenn wir die Gegner hier umholzen. Boah, wie nervig. Soviel zu diesem Plan.
Ich könnte die Heilerhütte auch hier hinpflanzen, zusammen mit einem Silo. Ist jetzt nicht so dringend. Ich brauche jetzt einfach nur die Heilerhütte. Da. Mach mal hinne. Ja. So, Winter endlich vorbei. Schön. Ja, wir haben Kontrolle verloren. Ging jetzt nicht anders. Wir werden hier gerade belästigt wie sonst was. Und mein Hals macht gerade wieder nicht mit. Das gibt's doch nicht. Komm, machen wir jetzt mal die Militärforschung. Das andere Zeug kann ja später noch nachkommen. Hier kriegt man so schnell nicht kaputt. Wir haben gerade sehr viele aggressive Nachbarn. Und das sind die Feinde, beziehungsweise die anderen Spieler. Es sind ja nicht unbedingt zwanghaft Feinde. Wir haben echt viele Nachbarn. Kommt dann halt mal. Nahrung immer noch minus. Wir brauchen jetzt auch neue Häuser. Also dafür fehlt uns wieder das Holz. Aber wir haben zumindest noch Holz plus, deswegen möchte ich niemanden für Nahrungsmittel abziehen. Einen Krieger abzuziehen ist durchaus, würde durchaus was bringen, aber die kosten ja, wenn wir sie neu rekrutieren wollen. Da können wir nicht einfach mal umsonst hin und her tauschen. Ja, super. Nee. Obwohl es vielleicht sogar klüger wäre, wenn sie respawnen würden. Ich habe mittlerweile so viele Verletzte. Haus, bau mal hin. Bau mal zu. Brauchen mehr Leute. Leute. Nächste Forschung ist gerade nicht so interessant. Ich hätte vielleicht doch lieber zuerst hier ein bisschen weitermachen sollen. Wir haben jetzt nicht den besten Start hingelegt gerade. Bei der Forschung, ja. Ich glaube, die Medizin früh zu erforschen ist eben doch interessant und wichtig. Aber waren das damals nicht mal 100%? Kann das sein, dass das auch gepatcht wurde? Ah, der erste Krieger ist geheilt worden. Da oben wäre auch ein Strand. Und dann hätten wir sogar noch das Ding dazu. Hier könnten wir eigentlich auch ganz gut unseren Spaß haben. Spaß. So, du haust einfach mit, weil du es kannst. Zurückziehen du auch. Fertig. Besiedeln. Beschniedeln. Beschniedelt das Gebiet. Pflügt den Boden neu um. Freihändig. Die Nahrung gefällt mir gerade überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich meine, im Ansatz. Das ist nicht gut. Die sammeln auch schlechter, weil sie... Wir nehmen den Heiler mal darüber, aber das ändert auch nicht so viel. Wir haben jetzt ein... Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit für Winter und das ist auch kein Winter mit Ausrufezeichen, wie es aussieht. Trotzdem könnte das jetzt richtig eklig werden. Wen heilst du gerade zuerst? Krieger. Ist okay. Ich hätte gerne halt diese Medizin, aber dafür müsste ich dann... Ich habe gerade... Ich bin zu... Oh nein. Schneesturm. Das könnte unser Untergang sein. Durchaus. Doof ist auch, dass wir noch keinen Handelsposten haben, obwohl wir so auf Kröns aus sind. Es war ein Nachteil, jetzt zum Waffenschmied zu gehen, nur weil ich jetzt unbedingt die Angriffsstärke haben wollte. Es würde auch ohne gehen. Erstmal. Fürs Endgame ist es halt geil hier. Aber erstmal hätten wir andere Prioritäten setzen sollen. Und ich glaube, die Priorität sollte tatsächlich erstmal hier oben hingehen wieder. Speer und Erkundungsgeschwindigkeit ist ja gar nicht mal so verkehrt mitzunehmen erstmal. Und dann so früh wie es geht die Medizin.
Super. Na, bis wir da sind, ist es, glaube ich, schon vorbei. Kriegen das, glaube ich, hin. Jo. Okay, minus 1 immer noch. Komm. 2 reichen. Das geht jetzt nicht anders. Ich wüsste nicht, was ich jetzt anders umverlagern sollte, weil das Holz brauchen wir auch noch. Puh. Da gehe ich aufs Letzte. Hier hätten wir nochmal Ruinen zum Erforschen. Den Steinkreis würde ich dann auch gerne mal bald besetzen, dass wir besser forschen können, aber derzeit. Speer kaputt. Alles klar. Spare ich mir das erstmal auf. Puh. Das ist wieder eine sehr knifflige Partie. Plus 7. Winter dauert nicht mehr so lange. Und es gibt einen Schneesturm. Ich glaube, mit Pech gehen wir durch den Schneesturm drauf hier. Wir haben 2 Krieger, die reichen, um mich zu verteidigen. Erstmal. Ist in Ordnung. Sobald unsere Dorfbewohner geheilt sind, machen die auch ein bisschen mehr. Mehr Holz. Hat auch was gebracht. Hm. Ja, ich glaube echt, wir haben den Anfang verbockt. Döf. Aber mal gucken. Ich will jetzt noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Korn wird mir seine Axt in den Schädel reinjagen, wenn ich ihm einfach mal so eine Flinte vorwerfe. Hallo? Man wirft nie eine Flinte in den in Korn, nach Korn. Warum sollte man sowieso eine Flinte werfen? Hallo? Also wer eine Flinte wirft, der hat das Prinzip der Waffe nicht so richtig verstanden. Ja gut, oder die Munition ist leer. Man kann trotzdem Besseres tun damit. Ja, sammel einfach mal mit Nahrung. Ich kann gerade sowieso nicht sehr viel machen. Ein Silo. Ich würde sagen, Silo sagt nein. Ein unbekannter Clan hat Tane erreicht. Ja gut, wir wissen auf jeden Fall, wir haben es mit Wolf, Hirsch und Ziege zu tun, also mit allen anderen dreien. Hm. Und der Heiler könnte echt mal ein bisschen schneller heilen. Ja, nächstes Upgrade. Was machen wir? Das ist nicht mal so wichtig hier unten. Warum musste ich unbedingt hier hingehen? Als erstes. Das war wirklich versaut. Das hier Teil. Also das hier war versaut, aber das hier war so Teil. Obwohl die plus 2 Kröns bewirken, dass wir jetzt immer noch Einnahmen haben. Trotzdem war es kacke, was wir hier gemacht haben. So, jetzt haben wir bald den harten Winter. Und es wird schwer, den zu überleben mit dem, was wir hier haben. Das wird richtig, richtig hart. Festmahl. Komm, hau noch Festmahl raus und schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen was dafür gewinnen. Nicht im Ernst jetzt. Hm. Komm, wir müssen da unten unsere Wachen hinziehen, beziehungsweise aufteilen. Die Leute sind viel zu lange nicht am Arbeiten, wenn sie angegriffen werden. Alter, der Heiler ist mitgegangen. Das solltest du doch nicht. Und wo ist... Wo ist mein anderer Krieger? Junge, ich sehe dich nicht. Ach, da. Der hat sich echt gut versteckt. Lefuc. Hm, es ist mehr als plus 2, der Festmahlbonus. Und jetzt kommt schon der Winter rein. Wir haben immer noch ein Plus durch den Festmahlbonus. Also bei der Schneesturm kommt, sind wir gearscht. Ich glaube, das schafft man nicht. Ich glaube, mit Heilern können wir sogar diese Krankheiten heilen, wenn man das... Du bist ja immer noch nicht da! Gehst du mal dahinter! Aber mit Heilern können wir, glaube ich, die Krankheiten heilen, wenn dann die Dorfbewohner krank werden. Alter, wir haben jetzt schon keinen Plus mehr. Scheiße! Aufgewertetes Gemeindehaus. Dafür brauchen wir erstmal Stein. Und wir können jetzt keinen Dorfbewohner für Ressourcen entbehren. Wir haben den Anfang verbockt. Wir haben nicht mal... Das ist es halt, das Spiel. Wir haben nicht so viel falsch gemacht.
Aber es reicht, um das Spiel zu schrotten quasi. Den Spielfortschritt. Die Ruinen da unten. Die habe ich mir eh nur erobert, um das einzunehmen. Ich brauche das Gebiet eigentlich so dringend nicht. Will ich das jetzt verteidigen? Verbissen. Gegen 3 Drauge. Das wird schwer. Ich glaube, ich lasse die einfach. Dann können sie dann lieber den hier auf den Sack gehen, als mir. Und jetzt kommt der Schneesturm. Shit. Das wird eklig knapp. Nahrung wird eher ausgehen als Holz. Wir können im Notfall noch schnell einen Holzfäller umverlagern. Oh Gott, wir gehen sehr schnell pleite mit der Nahrung. Na gut, wenn jetzt immer wieder ein paar Dorfbewohner geheilt werden, kriegt man wieder ein kleines bisschen mehr Nahrung rein. Aber ich glaube, der Heiler muss auch gleich mithelfen. Geht nicht anders. Wir können später, wenn wir dann unbedingt dringend... jetzt haben wir natürlich Unzufriedenheit. Super. Wow, minus 12 zu minus 11. Yay, ich würde sagen... Ich glaube, das können wir effizient nochmal neu starten, oder? Na gut, gucken wir mal, gucken wir mal. Wie gesagt, ich will es nicht aufgeben. Aber der Winter geht noch zu lange. Warum muss ausgerechnet jetzt auch noch so schnell der Schneesturm kommen? Okay, Holzfäller. Ja, aber gut. Plus 3 vom Holzfäller jetzt. Nur um 1 zu reduzieren. Ja, obwohl, wir sind kurz vorm Ende. Vielleicht schaffen wir es noch knapp. Das wird aber echt ein knappes Ding. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ende. Und jetzt kriegen wir... Alter. Okay, das war knapp. Das war ein knappes Ding. Und jetzt bist du unzufrieden, oder was? Das fällt dir aber früher auf, Junge. Sach an. Aber ich würde mal sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, war das ein guter Einstand. Und wie es mit unserem Völkchen weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Viele Leute haben gemeint, es gefällt ihnen ganz gut, wenn ich die Folgen so separat mit Begrüßung und Verabschiedung trenne. Und ich nehme immer noch mit OBS auf. Es ist auch ganz gut, immer die Aufnahme zu kontrollieren. Komm, wir machen den Wolf noch kaputt. Heiler, misch dich nicht ein und stirb bitte nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wie es mit unserem Rabe-Clan weitergeht, sehen wir dann bei der nächsten Folge.